Guten Tag, ich bin Lehrer in Berlin, mein Name ist Bormann. Heute erzähle ich Ihnen die Geschichte vom Klapperstor. Da gucken Sie blöd, wa? Nein, ich erzähle Ihnen nicht die Geschichte vom Klapperstor. Ich möchte die jetzt nur als Beispiel heranziehen für die Situation, in der wir aktuell stecken. Als ich ein kleines Kind war, erzählten mir meine Eltern, meine Großeltern immer auf die Frage, wo kommen denn die Babys her? Die bringt der Klapperstor. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, schon als Kind, und habe gedacht, der stimmt was nicht. An dieser Geschichte stimmt was nicht. Ich muss nochmal fragen. Und ich habe nochmal gefragt und ich habe wieder die gleiche Antwort bekommen. Die bringt der Klapperstor. Tja, wie gehen Sie denn damit um? Die fragen weiter und fragen weiter und fragen weiter und fragen weiter. Also als Kind war ich schon so ein richtig kleiner Verschwörungstheoretiker, ja. Ich habe schon gerochen, dass da irgendwas stinkt. Und irgendwann sagte meine Mama dann mal zu mir, das ist noch nichts für dich, das erzähle ich dir später einmal. Und dann fangen sie das richtig an zu fragen, ja. So, warum sage ich das alles so? Weil das, was hier jetzt gerade läuft gesellschaftlich, ist genau das Gleiche. Wir haben eine Politikelite, die versucht, nach wie vor jeden Tag in den Schmarren vom Killer-Virus aufzutischen. Ja? Die versucht, sie davon abzuhalten, die richtigen, originalen Zahlen vom WHO-Server abzurufen, wo halt drin steht, wie viele Menschen tatsächlich an Corona sterben, wie viele Menschen tatsächlich schwere Symptome bekommen. Das können Sie da alles lesen, das sollten Sie da auch nachschlagen. Und das sollten natürlich auch unsere Medien machen, die im Moment Mama und Papa und Opa und Oma spielen und einfach nur Hofberichterstattung betreiben, weil die das da oben so wollen. So. Also, natürlich sind wir jetzt alle so richtig zickig und fahren in den Harz zum Rodeln und machen auch andere schöne Sachen draußen, die wir mal gemacht haben, die wir einfach machen müssen, weil wir Menschen sind, weil wir ja wissen, dass man uns belügt. Natürlich belügt man uns, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, ja. Verschwörungstheoretiker, ja. Was sind Sie denn, wenn Sie sowas sagen? Naiv? Dumm? Ein Handlanger des Regimes? Jemand, der darauf besteht, die Unwahrheit hören zu müssen? Sind Sie einer von diesen Selbstzensoren? Oder von diesen Zensoren, die andere zensieren, die sich darüber kaputt lachen, wenn ich hier ein Video reinstelle, in dem ich meine Wahrheit verkünde. Die sich freuen, wenn irgendjemand behauptet, ich hätte meinen Job verloren, was nicht der Fall ist bislang. Wozu auch? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, gar nichts. Ich bin einer der leistungsfähigsten Scheißlehrer an diesen Schulen. Und das wissen meine Schüler auch. Und die haben bei mir viel gelernt. Und wir werden auch weiterhin bei mir viel lernen. Ob an dieser Schule oder einer anderen oder in einer anderen Institution wie dem Internet, in meinen Videos, wo auch immer. Ich werde Lehrer bleiben, weil das meine Ausbildung ist, weil das mein Abschluss ist. Und solange man mir nicht gänzlich den Mund zunäht, damit ich nicht mehr reden kann, wird da was rauskommen. Und es wird die Wahrheit sein. Es wird genau das sein, was ich denke. Und das ist kein dummes Zeugs. Die Geschichte vom Klapperstor können Sie mir nicht auftischen. Und meinen Mitbürgern auch nicht. Jedenfalls den Denkenden nicht. Ja. So,
Jetzt hat die Geschichte vom Klapperstorch ja noch eine zweite Seite, nämlich die des Schutzes. Weil die Erziehungsberechtigten, die Eltern und die Großeltern, die ihren Kleinsten diese Geschichte erzählen, denken, dass es gut wäre, sie nicht mit der brutalen Wahrheit des Lebens zu belasten. Was denn Menschen so alles Böses miteinander tun, was es denn da so alles an Intrigen geben könnte, wer da mit wem irgendwelche Kinder zeugt und warum. Diesen Fragen möchte man sich ja auch gar nicht stellen, nicht wahr? Das ist einfach für kleine Kinder komplett tabu. Und deswegen wird man das denen vielleicht nicht erzählen. Ich sage absichtlich vielleicht, weil das eine offene Diskussion ist, wie man das am besten macht. Und die läuft ständig unter Eltern. Ja, wie gehen wir damit um? Wie machen wir das? Was sagen wir? Was sagen wir nicht? Diese Diskussion ist Teil der Lüge. Ich habe mir eigentlich eher immer die Frage gestellt, wie sage ich es, nicht wann. Wenn jemand eine Frage hat, dann ist er reif für die Antwort. Dann ist es genau der Zeitpunkt, an dem er die Antwort zu bekommen hat. Und wenn da Leute vor mir stehen, die rumdrucksen, die nicht rauskommen mit der Antwort, dann müssen die sich gefallen lassen, dass ich täglich neu frage. So sieht's aus.